Moin, moin, Krokodil voraus. Und das dahinter sind Hippos. So ein schöner Morgen, wenn die Sonne scheint und das Wasser so schön ruhig ist, dann denke ich das immer wieder. Hier baden, das wäre cool, aber naja, mit den ganzen Krokodilen und so, keine gute Idee. Na, hast du's? Los geht's! Los geht's! Dachzelt ist abgebaut, wir waren nochmal lecker und exzellent frühstücken. Und Abendessen. Ach ja, so, das habt ihr ja gesehen, aber heute Morgen nochmal frühstücken. So, und jetzt haben wir alles abgebaut, Zelt abgebaut. Ja gut, ehrlich gesagt hat das meiste wieder Corona gemacht. Und jetzt sind wir bereit für die Fahrt. 5 Tage waren wir hier, war toll. Hatten eine schöne Zeit, toller Campingplatz und tolle Lodge. Also für alle nochmal, die es interessiert, Chirp Safari Lodge fahren wir. Aber wir kriegen kein Geld dafür. Nicht, dass jetzt wieder die Vorwürfe kommen, ja, ihr macht Werbung, Schleichwerbung. Nein, wir kriegen kein Geld dafür. Wir sagen einfach, wenn es uns gefallen hat, so, hat uns gefallen. Wir sagen das auch mal, wenn es uns nicht gefallen hat. Eine Empfehlung von Herzen. Jetzt aber wirklich, jetzt geht's los. Auch krass, wir fahren jetzt hier mitten durch den Nationalpark und da liegt ein riesiger Schädel und überhaupt links und rechts liegen riesige Knochen hier im Dschungel. Wahrscheinlich ein Elefantenschädel. Oh, Hornraben. Hallo. Aus nächster Nähe. Hallo, ihr Hornraben. Wenn schon kein Nashorn, dann legst du ein Hornrabe. Aber wo ist das Horn? Aber wo ist das Horn? Kann man es sehen? Das ist wie mit dem Einhorn. Das kann nicht jeder sehen, Corinna. Die sind riesig. Aber wo ist denn das? Ich glaub, die können nicht fliegen. Das ist ein Vogelstrauß. Die können nur laufen. Doch, die können auch fliegen. Bleib doch noch ein bisschen. Bleib noch ein bisschen. Was man alles so nebenbei sieht hier an der Strecke, ne? Ja, wie man sieht, es wird schon wieder dunkel. Das heißt, wir haben mal wieder eine lange, lange, lange Fahrt hinter uns. Aber wir sind angekommen. Das heißt jetzt im Dunkeln oder fast im Dunkeln Zelt aufbauen. Wie immer, genau. Aber wir sind jetzt hier wieder am Fluss, ist ganz schön. Hier sind wir in bester Gesellschaft mit Krokodilen und Nilpferde, die es hier alles geben soll. Gucken wir uns morgen im Hellen nochmal genauer an und dann sehen wir weiter. Da sieht man noch das letzte Licht des Tages. Boah, da ist gleich der Fluss, aber es ist ja nichts mehr zu sehen auf der Kamera. Viel zu duster. Jetzt gibt es erstmal schön Tomatensuppe mit Nudeln und Fettkäse rein. Wir quietschen alle vor Hunger. Wenn die Nudeln gleich fertig gekocht sind, werden wir erstmal für die Kinder eine Portion abfüllen. Und wenn wir das dann für die Kinder abgefüllt haben, dann gibt es für uns noch eine Dose Schakalaka, die hauen wir da noch rein. Verfeinert den Geschmack um einiges, aber für die Kinder zu scharf. Du blendest ein wenig. Corinna, heute wieder Schakalaka. Yeah. Magst du Schakalaka? Ja. Ich wollte irgendwas sagen, aber jetzt hast du mich völlig Schakalaka gemacht. Essen, fassen. Was für ein Ambiente. Romantik, Zeltromantik. Warum sitzen wir jetzt im Zelt, Corinna? Ja, es ist schon so dunkel und hier sind doch ein paar mehr Mücken als gedacht. Und also für mich aus ganz praktischen Gründen, dann müssen wir heute weniger aufbauen. Na dann, guten Appetit. Ja, danke, guten Appetit. Da hast du aber mit Liebe gekocht. Ich guckte nur so, weil es doch ein bisschen schärfer ist als gedacht. Und ich denke mal, damit verabschieden wir uns dann für heute. Wir sehen uns dann morgen früh. Gute Nacht. Guten Morgen, das ist der nächste Morgen und ich koche jetzt erstmal Kaffee. Robert und Henry und Fiete sind nämlich jetzt einmal hier den Campingplatz ein bisschen erkunden. Der hat ja auch eine Hängebrücke, die wollten sie sich mal anschauen. Und ich werde dann schon mal alles für die Weiterreise vorbereiten. Und so sieht unser Platz im Hellen aus. Und da hinten kann man sogar die Hängebrücke sehen.
Man hat hier so eine freie, offene Dusche am Platz. Irgendwie total cool. Wir haben es ja noch nicht ausprobiert, weil es ist morgens noch echt kalt. Ich habe einen dicken Pullover an. Aber keine Sorge, es gibt auch ein richtiges Waschhaus mit Duschen und Toiletten. Campingplatz erspäht. Das sind jetzt noch knapp 4 Stunden Fahrt. Also haben wir noch einiges vor uns. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen und was wir alles noch so erleben werden auf der Fahrt. Die Strecke an sich ist relativ gut zu fahren. Es ist eigentlich nur Asphaltstraße. Das heißt, wir kommen auch gut voran. Wenn nicht gerade eine Herde Kühe über die Straße läuft oder vielleicht eine Ziege oder eine Baustelle aufgebaut worden ist. Jo, und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Also fahren wir erstmal weiter. Jetzt sieht man die. Wenn man noch weiter sieht man die ganze. Wir sind angekommen am nächsten Campingplatz. Genau, wir haben während der Fahrt nicht mehr viel gefilmt, weil es war keine interessante Strecke. Es war einfach nur Asphaltstraße, immer geradeaus. Genau. Wir sind ziemlich gut vorangekommen. Wir sind jetzt hier beim Meteoritencamp angekommen. Was hat das auf sich? Ja, hier ist mal vor vielen tausend Jahren ein Meteorit runtergekommen. Wir haben jetzt aber erstmal Hunger. Meteorit gibt es später. Und Dachzelt bauen wir später auf, wenn kein Meteorit mehr runterkommt heute. Und genau. Dann haben wir dann ja hier unsere Schutzhütte, ne? Ja, wirklich, wirklich gut gemacht hier. Man hat hier wieder Spüle, Mülleimer, Feuerstelle, alles was man so braucht. Ja, und es ist mega leer hier. Also eigentlich haben wir uns gerade so quasi auf 2 Plätze gleichzeitig einquartiert. Das macht aber überhaupt nichts, denn außer uns sind noch 2 andere Gäste da. Und morgen geht's weiter Richtung Windhoek. Wir frieren hier wie die Schneider. Das ist so kalt heute Morgen, ne Harry? Oh, boah. Wir müssen uns erstmal aufwärmen. Corinna hat sich schon da unter dem Baum in die Sonne gestellt, damit ihr warm wird. Und außerdem haben wir hier Besuch bekommen von Luna, dem Hund. Ja, okay, Entschuldigung. Luna, die Hündin. Corinna hat gestern erzählt, sie hat mal so einen Test gemacht, welcher Hund am besten zu ihr passt. Und da kam raus ein Beagle. Hallo, Miss Beagle von unserer kleinen Farm. Oh, ist das kalt. Corinna, mach dir warme Gedanken. Frag mal Luna, die musste draußen schlafen. Die bewacht hier den Campingplatz. Fiete mag die total gerne. Ja, finden wir natürlich auch gut. Wir haben ja keinen Hund. Dass die Kinder mal das kennenlernen und Kontakt zu Hunden haben. Schön Ei machen. Ei. Du auch, Fiete? Oh. Oh, die ist ganz lieb. Ne? Nicht mal mehr abwischen. Ja. Wo, da friert jemand. Boah. Oh, sonst hat um die Zeit wenigstens die Sonne schon gewärmt. Aber heute geht gar nichts. Ja, ich glaube früher hat man kalt. Mama, woher sind wir gefahren? Vor 18.000 Jahren ist der runtergekommen.
Dieser hier. Und von den Dinos 65 Millionen Jahre. Oh, guck mal, Henry. So groß. Auf der Kamera kann man vielleicht gar nicht sehen, wie groß der ist. Aber wir stellen uns gleich mal daneben. So der groß. Ist ja richtig groß. Ja. Geh mal dahin. Aber der bei den Dinosauriern ist viel, viel größer. Aber er wurde nie gefunden. Dreh ich mal um. Hey. Der Digger ist mitbereit. Und hier sieht man schon, viele haben sich hier ihr eigenes Souvenir abgesägt und haben sich einfach ein Stück mitgenommen von den Meteoriten. Früher war hier ein Campingplatz in direkter, unmittelbarer Nähe zum Meteoriten. Der musste leider geschlossen werden, um den Meteoriten zu schützen. Da vorne sieht man noch die ganzen Camping, die Grillroste und so, die vom Campingplatz. Da hat einer ein richtig dickes Stück rausgeklaut. Ja, man sieht, der ist aus Eisen. Ist magnetisch. Und das auch. Okay. Fast, ja. Fast komplett aus Eisen. Ein bisschen Nickel ist noch dabei. Und Kobalt? Yes, Kobalt. And in the middle, it's gold. It's... No. As you can see also here. Come check here. The size? Oh, this one is a little bit small. The one that fell in almost. Ein kleines Experiment im Namen der Wissenschaft. Der Stein ist auch magnetisch. Der Stein ist auch magnetisch. So, guck mal. Das ist alles von dem Meteorit. Auch das da. Oh, das wird ein... Das war jetzt tatsächlich hochinteressant mit den Meteoriten. Der größte Meteorit, der je gefunden wurde. Aber der Dinosaurier-Meteorit ist groß, aber wurde nicht gefunden. Ja, genau. Henry sagt ja immer, der von den Dinos, der war größer, der die Dinos ausgelöscht hat. Wenn es ihn gegeben hat. Das ist ja nur eine Theorie, man weiß es nicht genau. Ne? Wenn es ihn gegeben hat, dann war er wahrscheinlich größer, Henry. Ja. Ja, aber schon krass, ne? Der Campingplatz. Aber der ist auf einen Hügel raufgeschlagen. Mhm. Und da war ein Campingplatz ja direkt um den Meteoriten drumherum. Und der, der Meteorit, der besteht ja zum großen Prozentsatz aus Eisen, ist also magnetisch. Wahrscheinlich war er auch magnetisch für Publikum, also wird Leute angezogen haben. Aber leider haben viele geklaut und haben sich ihr persönliches Souvenir mitgenommen. Und wenn das jeder macht, dann ist der Meteorit natürlich bald weg. Und deswegen muss der Campingplatz leider geschlossen werden. War aber hochinteressant, das so zu sehen. Letztes Jahr ist, oder vorletztes Jahr, ein Meteoritenschauer bei uns in der Nähe, wo wir wohnen, in Hamburg, runtergekommen. Und da war das größte Objekt so groß wie eine Faust ungefähr. Das ist bei einem Menschen im Vorgarten gelandet und er das verkauft. Da hat ein Sammler eine sehr hohe Summe für bezahlt. Ich glaube, über 1 Million US-Dollar. Ja, und der hier, wie gesagt, ist der größte Meteorit, der je gefunden wurde. Riesig, schwerer wie ein Auto. War schon faszinierend, das so zu sehen. Und wie er langsam zerbröselt. Drumherum liegen viele kleine Teile vom Meteoriten. Ja, war schon interessant, ne, Henry? Mama ist im Auto geblieben mit Fiete, die ist ein bisschen krank. Naja, und jetzt fahren wir weiter. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Wir sind gleich bei unserer nächsten Unterkunft angekommen. Kurz vor Windhoek, wir haben wieder ordentlich Strecke gemacht. Was heute wirklich anstrengend war, denn mich hat es erwischt. Ich habe mal wieder einen Milchstau und hänge hier richtig mega durch. Ich bin so froh, dass die Kinder das mitgemacht haben und dass Robert so ein guter Fahrer ist und dass die Straßen so gut waren, dass wir wirklich schnell fahren konnten. Ja, genau. Der Camp oder der Platz soll ganz besonders sein. Was da besonders ist, erzählen wir euch nachher. Jetzt heißt es erstmal ankommen. Und die Landschaft hat sich hier auch schon richtig verändert. Fast gar keine Bäume mehr. Alles ein bisschen karger, ein bisschen schroffer. Aber seht selbst. Und hier gibt es immerhin eine Autobahn.
Ja, Koffeinsüppchen, das hat gefehlt. Für mich gibt's Tee. Corinna ist ja immer noch krank. Mahlzeit, Leute. Die Hühner sind gesattelt und wir sind schon wieder abflugbereit. Bevor wir jetzt aber weiterfahren, wollte ich euch einmal noch ganz kurz hier unsere palastähnliche, zeltähnliche, beduinenähnliche, palastähnliche Unterkunft zeigen. Oh, völlig verwirrt. So, los geht's. Ja, hier der Aufgang. Da unten so eine kleine Grillecke und ein wunderschöner Ausblick hier in die Landschaft. Ja, da ging gestern Abend die Sonne und da konnten wir richtig schön den Sonnenuntergang sehen. Das war toll, war das. Hier Küchenzeile, Mikrowelle, Herd, Kühlschrank, alles dabei. Eine Sitzecke, wo man toll sitzen kann und den Ausblick genießen kann. Genau, und hier über die Terrassentür. Terrassentür ist gleichzeitig auch Eingangstür. Geht's rein. Boah, ich zeige euch jetzt. Wir haben hier ein kleines Chaos hinterlassen. Ja, wir haben ein Babybett bekommen für unser Bett und eigentlich für Henry ein Bett, aber wir haben alle zusammen in einem Bett geschlafen. Sehr gut, hier in der Kiste waren dicke Decken, denn es wird nachts ganz schön kalt. Wir sind ja in der Winterzeit hier. Das Bild fanden wir sehr cool mit den Giraffen. Ich weiß gar nicht, ob man das im Video erkennt. Das ist so ein, ja, guck mal genau hin, ob ihr versteht, warum das witzig ist. Müsst ihr sonst auf Pause drücken. Ja, für die heißen Nächte gibt es hier auch einen Ventilator. Kronleuchter gibt es mit Swarovski-Kristallen. Eine kleine Schreibtischecke. Einen kleinen Schrank. Anrichte, Handtücher war alles hier. Ja, Insektenspray und sowas war auch alles da. Haben wir aber nicht genutzt. Und hier geht das dann gleich ins Badezimmer. Mit doppeltem Waschbecken. Spiegel. Hier ist die Toilette. Oh, ach je. Das waren wir nicht. Das war schon so. Das war der Wind. Wie heißt das? Der Wind, das himmlische Kind. Ja, das ist nämlich alles ziemlich luftig hier, aber keine Angst, Fliegengitter vor den Fenstern. Oh, und zum Schluss doch, ah ja, die Dusche. Genau, hier ist die Dusche. Nicht genutzt. Nicht genutzt. Weil wir dann doch wenig Zeit hatten und die Kinder uns in Anspruch genommen haben. Ja, die Körperhygiene bleibt bei so einem Trip manchmal ein bisschen auf der Strecke. Vor allem, wenn man immer nur eine Nacht bleibt oder so. Ja. Na gut, zum Schluss nur noch zu sagen, dass wir fanden, dass das alles sehr geschmackvoll eingerichtet war. Und auch mit den Giraffen natürlich. Das war toll, war das. Ja, und dann fahren wir jetzt weiter. Und dann sehen wir uns gleich unterwegs. Jetzt muss ich euch aber doch nochmal den Rezeptionsbereich zeigen. Da gab es nämlich eine kleine Überraschung. Ich habe das gerade beim Bezahlen erfahren, wem die kleine Lodge hier gehört. Und das ist Peter Wackel, der Mallorca-Star vom Ballermann. Wer schon mal im Bierkönig war oder so, der kennt ihn, aber eigentlich ist er recht bekannt. Ja, sehr witzig. So, nur aber weiter. Jetzt geht's weiter. Das ist Serge, den haben wir jetzt mitgenommen. Wir haben doch mal einen Anhalter mitgenommen. Die hatten zwei Platten auf einmal, so ein Pech. Aber ja, oh, jetzt hat man den Scheinwischer an. Gut, dass wir vorbeigekommen sind und ihn eingesammelt haben. Yes. Serge von Kongo. Yes. Thank you very much. I wish you all the best. Thank you. Thank you, Mama. Thank you too. Mama. Okay, thank you very much. Bye bye. Bye. Erstmal Licht ausmachen. Puh, oder ich leuchte mich ein bisschen an, weil sonst seht ihr gar nichts. Wir haben schon wieder das Zelt im Dunkeln aufgebaut. Das sind wir ja schon gewöhnt. Wie so oft diesen Urlaub. Und Henry will jetzt gleich Feuer machen. Wir haben auch alle richtig Hunger. Warum willst du Feuer machen, Henry? Weil wir Hyänen kommen. Henry und Papa machen jetzt ein Feuer gegen Hyänen und Schakale. Ja, was gibt's heute? Überraschung! Nudeln! Und Schakalaka, aber abgefüllt.
Genau, wir füllen erst für Henry eine Portion Nudeln ab. Ja, die brauchen noch einen Moment. Papa, ich will so einen großen. Okay, Henry quietscht schon vor Hunger. So wie wir alle. Ja.